Willkommen zurück. Anscheinend habe ich jetzt hier was. Anscheinend ist es doch gar nicht so kompliziert anscheinend. Also erstmal muss ich. Nein! Die Verwirrung nervt. An dieser Stelle. Und zwar nervt die hart. Ja, okay. Ich hab's verstanden. So. Und zwar ist mir jetzt die ganze Zeit nicht aufgefallen. Das ist der Trick. Ey! Da hat die Sau tatsächlich gewechselt. Gibt's ja nicht. Frech ist das. Aber jetzt haben wir es endlich heraus. Jetzt wissen wir es endlich. Erstmal Ritt. Alter, was war das denn gerade für ein Müll? Einfach nochmal. So, jetzt ist es hier. Einmal umdrehen. So, jetzt geht er gleich auf die andere Seite. So. Und. Oh, endlich. Okay. Ziemlich seltsam gewesen, dieser Weg hier gerade. Aber okay. Wir haben's. Yeah. Wir sind normal. Juhu, ich bin wieder ein Mensch. Die letzte heilige Kugel war an Onkel Nobu Stab. Ob Mystikatz das wusste? Keine Ahnung. Aber er wird uns einiges erklären müssen, wenn wir ihn finden. Wenigstens haben Onkel Nabu, wenigstens hat Onkel Nabu nicht mehr diesen irren Ausdruck im Gesicht. Ich würde eher sagen, er... Achtung! Mystikatz! Was hast du mit uns gemacht? Nein, die heiligen Kugeln. Oha! Wir sind nicht mehr aus Stein, aber wie? Was ist mit mir passiert, Jin? Warum sind wir mit einer
fliegenden Eidechse im königlichen Keller. Ich bin Sieg. Du bist derjenige, der mich verwandelt hat. Onkel, während Mystikatz dich für seine üblen Pläne missbraucht hat, lag ein Zauber auf dir. Wie kann er es wagen? Moment, ich habe gesehen, wie er mit einem unheimlichen Dämon sprach, als ich meinen Auftritt als Hofnarr übte. Das letzte, woran ich mich erinnerte, ist, dass ich schnell den König warnen wollte und dann hatte ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich kann es nicht fassen, dass Mystikatz uns dazu gebracht hat, diese heiligen Kugeln zu sammeln, nur um sie dann für sich selbst zu stehlen. Ich vermisse jetzt schon meine andere Gestalten. Die wären eigentlich ziemlich cool. Einen Augenblick, Mystikatz hat die heiligen Kugeln? Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Und es ist nichts Gutes. Mir nach, Jungs! Oh nein, die Tore zum finsteren Reich müssen immer geschlossen bleiben, sonst ist Monster World auf ewig verloren. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Gehen wir hinein und räumen wir ein für alle Mal auf. Tja, das hat wohl nicht funktioniert. Zeit, dass wir uns ein gutes Versteck suchen, ob der Dämon wohl gerne einen persönlichen Hofnarren hätte? Es muss doch einen Weg geben. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Schon oft hat sich das Böse erhoben, um Monster World in Schatten und Verzweiflung versinken zu lassen. Aber wenn diese dunklen Zeiten anbrechen, steht den Bewohnern des Königreichs immer ein Held zur Seite. Jin, jetzt bist du an der Reihe, dich dem Bösen entgegenzustellen und es wieder dahin zu verbannen, wo es herkommt. Nutz deine neu erwachten Kräfte, um durch das Tor zu schreiten und auf dein bisher größtes Abenteuer zu gehen. Okay. Was zum? Wie ist Jin durch das Tor gelangt? Keine Ahnung, aber ich hoffe, er ist bereit, sich dem zu stellen, was ihn dahinter erwartet. Mach sie fertig, Jin. Wir warten hier, falls du uns brauchst. Dieser außergewöhnliche Talisman gewährt dir eine Teleportationsfähigkeit, mit der du Angriffen ausweichst, Gegner überrascht und Hindernisse überwindest. Okay, ich hab zwar... Hoppla, das wollte ich gar nicht. Ach, egal. Ich gehe erstmal kurz hier rüber. Und vielleicht... Habe ich hier... Aha, ich habe hier zumindest einen Teleporter. Mit dem hole ich mir zumindest nochmal ganz schnell Lebenspunkte zurück. Ah, kostet auch Ausdauer, gut zu wissen. Dash, Dash, Dash. Wir könnten ja mal gucken, ob wir hier irgendwas Cooles haben, um meine Ausrüstung aufzurüsten oder sowas. Zum Beispiel. Die sind alle auf maximaler Stufe. Den kann ich aber noch auswerten. Doppelte Angriffskraft bei niedrigen TP, das ist auch ziemlich cool. Ach egal, passt schon. Jum, 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 jum. Ich wollte eigentlich mal eben kurz... Eigentlich wollte ich hier mal gucken, ob ich mal meine... Ob ich hier... Wie heißt das? Ah, ausruhen könnte oder so. Kling. Und Spiel gespeichert. Sehr gut. Lebenspunkte sind voll. Dann wird es jetzt Zeit, ins Dunkle Königreich zu gehen. Oder wie auch immer das heißt. Schattenwelt, Dunkles Königreich. Da muss ich hin. Dann hier entlang. Na dann. Auf geht's. Hier unten bin ich. Da oben muss ich hin. Das finstere Reich. Ähm.
Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl... Komm. So, Dash wäre der gut gewesen. Okay. Das war jetzt irgendwie so mega bombastisch daneben. Als könnten wir hier nichts ausrichten. Okay. Das ist schon ein mieser Schaden, der hier kommt. Aber egal. Das Ding lassen wir jetzt einfach mal sterben. Hinten ist er verwundbar. Aber so sah es natürlich auch aus. Na, komm. So, was passiert denn? Ah, super, die Steine sind kaputt. Wow. Was ist das? Muss das da so sein? Ich bin mir nicht sicher, was das zu bedeuten hat und was das hier sein soll. Ah, es sind Teleporter oder irgendwas. Okay, wo bin ich jetzt? Ich gehe nochmal da lang. Ah, da kann ich nicht lang. Gut zu wissen. Oh fuck. Meine Lebenspunkte schon wieder im Keller sind. Was ist das? Irgendein Minigame. Scheinbar. Okay. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Und zwar, sobald der Teil durch ist, muss ich hier wohl drüber laufen. Das ist ja frech. Ah, klar, ich hätte natürlich auch ein bisschen dashen können. Also so nicht. Oh, Moment. Ich verliere, glaube ich, Lebenspunkte jedes Mal, wenn ich da unten... Aha, das war der Trick. Ach komm. Das war ja wohl echt gerade. Das war genauso frech. Ach, und dann fängt man einfach wieder von vorne an. Mhm. Okay. So. Das ist echt fies. Hey, Tommy. Vor allem das geht ja hier noch. Sagt er und sprang in den Abgrund. Sehr gut. Ich bin doof. Komm. Lassen wir uns sterben. Ich meine, was bringt sie jetzt? Die ganze Zeit Lebenspunkte wegsägen zu lassen. Boah, ich bin noch gesprungen. Das ist echt irgendwie mega abfuck hier gerade. Vor allem dieser Part hier. Ist ja mal...
Mega bombastisch, geil. Das war aber noch lange nicht alles, wette ich mit euch. Okay. Hab ich's jetzt doch geschafft? Yay, ich hab die Schlangenfähigkeit wieder. Wenigstens etwas. Hey, hast du das gesehen? Irgendwas passiert mit dem Tor. Hoffentlich ist es ist das ein Zeichen, dass es da drin gut für ihn läuft. So, ich habe jetzt nur diese beiden Möglichkeiten. Aha. Hier sind verschiedene Teleportationsdinger. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier hinkommen. Okay, hier kommen wir noch anscheinend nirgends hin. Hier brauchen wir den Froschi. Von hier sind wir gekommen. Gehen wir mal hier lang. Ah, Löwe! Ach komm. Was? Das ist doch... Sag mal, was ist denn das für ein Jump an der Stelle hier? Also ich habe hier nicht die Möglichkeit zu Double Jumpen. Das muss schon mal klar sein. Ach fuck. Ich hätte aber da oben langsamer laufen können. Weil hier brauchen wir das ja nicht. So, aha. Oh, okay. Ah! Die Wand hier auf einmal her. So, Löwen haben wir jetzt auch freigeschaltet. Sehr gut. Wunderbar. Und wollen wir nochmal gucken. Ich glaube, hier oben könnte bestimmt weitergehen. Nein. Machen wir es lieber mit dem. Ich glaube nämlich, dass wir hier mit dem Löwen genau das machen können. Dash. Und was bekommen wir daraus? Aha, wir bekommen eine neue... einen neuen Teleporter. Mal gucken, wo der uns jetzt hinführt. Irgendwie wieder hier hin. Frosch! Ausgezeichnet. Die nächste Runde. Toll. Kein Double Jump zur Verfügung. Gut zu wissen. Und Quark, Quark, hui, Quark, Quark, Quark. Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh?
Sehr witzig. Diese hässlichen Positionswechsel dieser süßen quadratischen Blöcke. Immer finde ich das ziemlich lustig. Das hat natürlich schon so seinen Zweck, so wie das Ganze hier abläuft. Und zwar, also die wollen damit so ein bisschen diese die 8-Bit-Ära preisen. Ach komm. Was war das denn gerade eben für ein Drecksmove? Schon wieder so einer. Ja, eigentlich können wir es hier schon wieder fast vergessen. Sag ich ja. Und weiter geht's. Ah, dieser Moment, wenn der Pfeil nicht... Wenn man in die richtige Richtung zeigt, aber die Zunge nicht dorthin geht, wo sie eigentlich hin soll. Und noch. Alle guten Dinge sind 538. Letzter Anlauf, bevor ich bevor meine Lebenspunkte gänzlich auf Null sinken. Dieser Jump ist ja... Also dieser Jump-Part hier ist richtig für die Katz. Vor allem... Diese Stelle hier mit diesen hässlichen Stacheln. Und dann, ich hab's doch erwischt. Das zählt einfach nicht. Und immer wieder an der gleichen Stelle. Ist mir jetzt Wurst so. Einfach mal hier durchgeglitscht-cheated-dingst. Aber wir haben wieder unsere Froschgestalt. Wenigstens etwas. So, das heißt, uns bleibt nur noch Drache und Löwe über. Nom. Mal gucken, wo ich damit eigentlich hin muss. Doch, hier. Kommt sie wieder runter. Okay, hier waren wir schon. Das war die Aktion mit der Löwengestalt. Das heißt aber... Moment. Ich muss mir mal kurz überlegen. Hier oben...
Oh, oder auch nicht. Aber auf jeden Fall können wir hier jetzt dann auch... Wow. Können wir hier jetzt an der Seite weiter? Moment, muss ich. Eigentlich sollten wir hier jetzt weiterkommen. Aber irgendwie auch nicht. Ich war der Meinung, hier war aber noch eine Tür, die wir noch nicht betreten konnten. Hier rechts nicht schon? Nee, rechts waren wir noch nicht, bin ich der Meinung. Also nochmal hier entlang. Nee, doch, da waren wir schon. Muss ich hier vielleicht irgendeine andere Waffe anwählen, um das Ding zu besiegen? Nee. Wie habe ich denn das gerade eben besiegt? Warum gibt er mir hier so vor, als könnte ich nicht mit dem... Gehen wir nochmal hier hoch. Okay. Irgendwie geht das hier jetzt nicht. Hier geht es immer noch nicht weiter. Sagen wir so, es geht immer noch nicht weiter an dieser Stelle. Dann ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Oh, schön. Jetzt bin ich wieder da unten. Hey, da wollte ich nicht hin. Probieren wir es nochmal hier, ne? Muss doch irgendwo geben. Also klar, hier haben wir noch einen. Aber der führt uns hier nach oben. Dann landen wir hier. Hier brauchen wir eigentlich den Froschen. Da oben ist noch eine Kiste. Okay. Gehen wir doch mal irgendwie mit Feuerwellen zu zerlegen. Okay, das bringt nicht. Bummer. Nö. Bomben finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja. Das ist mal ein geiler Move. Okay, also da kommen wir wirklich nur mit dem Frosch hin. Den Frosch haben wir doch jetzt. Einmal nochmal hier nach oben. Aha. Da oben können wir noch hoch. Sehr schön. Anscheinend. Muss mal einmal aufgeladen sein.
Nein! Okay. Versuch war es wert. Was ich natürlich probieren könnte, wäre... Dash. Wechsel und hoch da. Aha! That's the way. Wie bitter. So, mal. Jump. 1, 2, 3, 4. Nein! Zu früh abgesetzt. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. Wechsel. Dash. So, aber... Genau, das geht ja. Dann... Machen wir es einfach so. Boah, mieser Schissel an der Stelle. So, und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So, abwarten. 1, 2, abwarten. Und abwarten. Hier abwarten. What? Wann verliere ich denn diese Lebenspunkte? Mir irgendwie gerade nicht so ganz in den Sinn, wann ich denn hier anfange, diese Lebenspunkte zu verlieren. So, jetzt habe ich 5. Immer noch 5. Alles klar, jetzt weiß ich, wo ich die Lebenspunkte verliere. Okay, das ist echt schon... Wie geil ich diese... Also manchmal versucht mich diese Bedienung richtig mies zu trollen. Das war knapp. Alter. Das ist echt nicht gerade hier von schlechten Eltern dieser Move. Man hat 5 Sprünge zur Verfügung immer. Boah. Wenn dann mal alle 5 funktionieren. Hey! So, und Jump. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2. Und 1, 2, 3, 4. 1. Okay, ein Try noch. Und dann mache ich einen kurzen Cut.
Okay, jetzt habe ich vor mir. Eins und eins. Okay, das kriege ich glaube ich hin. Nein! Eins noch. So nah dran. Und pass auf, zum Schluss brauche ich hier gar nicht durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann was? Das ist hier gerade exorbitant abfuck. Kann ich hier safe steppen? Das wäre super geil. Und wir bekommen. Danke. Danke. Ich sag jetzt, war am Ende einfach mal nichts. Aha, aber hier haben wir was. Welch ein Glück, zumindest können wir hier noch einmal unsere Lebenspunkte auffüllen und unsere Tränkchen. Und schon ist das Ganze hier um einiges cooler geworden. Und hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann!